Der Islam zeichnet sich gegenüber jeder anderen Lebensanschauung aus. Es gibt nichts, was auch nur ansatzweise an die Überzeugungskraft des Islams herankommt. Doch trotz seiner starken Beweise gibt es Menschen, welche diese ablehnen und sich davon abwenden. Es ist ihr eigener Hochmut, welcher sie davon abhält, sich dem Erhabenen zu unterwerfen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie sterben und für ihr Handeln im Diesseits zur Verantwortung gezogen werden. Das Glaubensbekenntnis abzulegen ist verpflichtend, wenn man den Islam annehmen möchte. Wer es aufrichtig aufsagt, gilt als Muslim und qualifiziert sich dafür, vielleicht zu den Paradiesbewohnern zu gehören. Denn je nachdem, ob man dem Glaubensbekenntnis auch wirklich bis zum Lebensende treu bleibt, gehört man zu den Erfolgreichen. Dieses Glaubensbekenntnis ist eines der Dinge, das den Islam von allen anderen Lebensanschauungen unterscheidet. Denn es besagt: Ich bezeuge, dass es niemanden gibt, welcher der Anbetung würdig ist außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Eben dieses Zeugnis ist es, was den Islam auszeichnet. Denn einem jeden Zeugnis geht etwas Bestimmtes voraus. Ihm geht voraus, dass der Zeuge Beweise für das hat, was er bezeugt. Er vermutet nicht, er mutmaßt nicht, er schätzt nicht. Und er glaubt auch nicht bloß. Er weiß, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist. Ein Gedanke, der vielen Menschen zuwider ist, weil wir in einer Gesellschaft leben, die ihre Ohren zuhält und ihre Augen schließt, wenn es um dieses Thema geht. Das Thema Gott wird generell als nicht beweisbar abgetan. Und jede Beschäftigung mit diesem Thema sei Zeitverschwendung. Nichtsdestotrotz befiehlt uns Allah subhanahu wa ta'ala: Wisse, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt außer Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns viele Zeichen als Beweis gegeben, durch die wir mit Sicherheit wissen können, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Die Existenz Allahs ist sicherer festzustellen als die eigene, denn alles in diesem Universum deutet auf Allahs Existenz hin. Doch nichts im Vergleich dazu deutet auf dich hin. Jede Ordnung braucht jemanden, der diese Ordnung herstellt. Wenn du draußen einen Haufen Steine siehst, die als perfekte Pyramide übereinander stehen, dann weißt du mit Sicherheit, dass jemand diese Steine so angeordnet hat. Wenn du ein Haus mit Strom und Leitung siehst, dann weißt du mit Sicherheit, dass jemand Intelligentes dieses Haus entworfen hat. Und wenn du ein Auto sehen würdest, das selbstständig ohne einen Fahrer seine Fahrgäste von A nach B bringt, dann wüsstest du mit Sicherheit, dass jemand Intelligentes dieses Auto bewusst geplant hat. Eines Tages kam es zu einem erstaunlichen Ereignis in Bagdad. Es war zur Zeit des Kalifats. Der See Tigris teilte zwei Ortschaften voneinander. Auf der einen Seite war der Palast des Herrschers und auf der anderen Seite war die Stadt. Während die Muslime im Palast versammelt waren, betrat ein Atheist den Saal und sagte: Ich glaube nicht an Allah. Es kann ihn nicht geben, denn man kann ihn weder sehen noch hören. Ihr verschwendet nur eure Zeit. Bringt mir den, der am besten argumentieren kann, damit ich mit ihm diskutieren kann. Der beste Mann für diese Angelegenheit war Abu Hanifa rahimullah. Es wurde einer der Muslime über den See in die Stadt geschickt, um Abu Hanifa zu sagen, dass ein Atheist auf ihn wartet, um mit ihm über Allah zu diskutieren. Abu Hanifa akzeptierte die Herausforderung und der Bote kehrte zurück in den Palast. Es vergingen Stunden und der Sonnenuntergang setzte ein, doch Abu Hanifa rahimullah war noch nicht eingetroffen. Die Muslime begannen damit, sich Sorgen zu machen. Sie wollten nicht, dass der Atheist denkt, sie hätten Angst vor einer Diskussion mit ihm. Sie wollten die Herausforderung aber auch nicht selbst antreten, denn immerhin war Abu Hanifa der Beste für diese Aufgabe. Nachdem noch mehr Zeit verging, begann der Atheist zu lachen und sagte: Euer bester Mann im Argumentieren hat zu viel Angst. Er weiß, dass er falsch liegt. Er ist zu verängstigt, um zu kommen und mit mir zu diskutieren. Er wird heute sicherlich nicht mehr kommen. Es verging noch mehr Zeit und endlich traf Abu Hanifa rahimullah ein. Die Muslime waren verwundert über seine Verspätung und sagten: Ja, Abu Hanifa, ein Bote wurde vor Stunden zu dir geschickt und du kommst erst jetzt? Erkläre uns, warum du so spät bist. Abu Hanifa entschuldigte sich und begann nun damit zu erklären, warum er zu spät war, während der Atheist sich seine Geschichte anhörte. Nachdem der Bote bei mir war, machte ich mich auf den Weg, um über den Fluss zu kommen.
Doch als ich am Strand ankam, bemerkte ich, dass es keine Schiffe gab, die mich hätten rüberbringen können. Ich sah mich um und es wurde langsam dunkel. Keine Schiffe und keine Segler weit und breit, die mich hätten über den See bringen können. Ich sah mich weiter um, weil ich nicht wollte, dass der Atheist denkt, ich hätte Angst vor einer Diskussion. So stand ich da am See und plötzlich zog etwas meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich schaute in die Mitte des Sees und sah etwas Erstaunliches. Es kamen Holzplanken vom Grund des Sees an die Oberfläche und sie schlossen sich zusammen. Alle hatten dieselbe Größe, es erstaunte mich. Ich sah weiter zu, als plötzlich Nägel vom Grund des Sees auftauchten. Sie haben sich von selbst in Position gebracht und hielten die Planken zusammen, ohne dass jemand sie reingeschlagen hätte. Verwundert dachte ich mir, ja Allah, wie ist es möglich, dass Holzplanken von selbst an die Oberfläche kommen und Nägel sich selbst in Stellung bringen, ohne dass jemand sie einschlägt? Inzwischen war ein großes Grinsen auf dem Gesicht des Atheisten zu sehen. Doch Abu Hanifa fuhr fort. Ich stand noch immer am Strand und beobachtete, wie sich die Planken und Nägel zusammenfügten, als ich bemerkte, dass Wasser durch die Lücken der Planken eindrang. Plötzlich tauchte Flüssigkeit zum Versiegeln der Lücken vom Grund des Sees auf, welche dann von selbst die Lücken schloss. Ich schaute genauer hin und sah, wie sich ein Schiff genau vor meinen Augen formte. Es war erstaunlich und schockierend zugleich. Dann tauchte ein Segel auf und ich dachte mir, wie ist es möglich, dass ein Boot von selbst vor meinen Augen entsteht? Und wie kann mich dieses Boot ohne jemanden, der es navigiert, über den See bringen? Dann begann das Schiff von selbst entgegen der Strömung zu mir zu fahren. Es stand am Strand genau an meiner Seite, als würde es mir sagen, ich solle einsteigen. So stieg ich ein und plötzlich begann es erneut damit, sich zu bewegen. Es segelte ohne einen Steuermann direkt in Richtung des Palastes, ohne dass ich ihm sagte, wo es hinfahren soll. Ich konnte nicht verstehen, was dort gerade passiert oder auch nicht, wie dieses Schiff zustande kam oder es entgegen der Strömung fahren konnte. Das Schiff erreichte sein Ziel und ich stieg aus. Als ich mich umdrehte, war das Boot spurlos verschwunden. Und das ist der Grund dafür, warum ich zu spät bin. In diesem Moment brach der Atheist in Gelächter aus. Er sagte, ja, Abu Hanifa, ich hörte, du wärst der Stärkste im Argumentieren unter den Muslimen. Ich hörte, du wärst der Weiseste und Wissendste unter deinen Leuten. Doch nun, nachdem ich dich gesehen habe, bin ich mir sicher, dass du keine dieser Qualitäten besitzt. Du sprichst von einem Boot, das aus dem Nichts entstanden ist, ohne jemanden, der es erbaut hat. Nägel, die sich selbst einschlagen, eine Versiegelung, die sich selbst verteilt und ein Schiff, das in deine Richtung fährt, ohne einen Navigator. Das ist kindisch und du redest nichts als Schwachsinn. Ich schwöre, ich glaube dir kein Wort. Nun wandte sich Abu Hanifa an den Atheisten und sagte, du glaubst also kein Wort. Du glaubst nicht, dass Nägel von selbst aus dem Nichts auftauchen? Du glaubst nicht, dass die Versiegelung sich selbst verteilt? Du glaubst nicht, dass ein Boot ohne Navigator sein Ziel erreicht? Und auch nicht, dass ein Boot ohne einen Zimmermann entsteht? Der Atheist sagte erneut, ja, ich glaube kein Wort davon. Da erwiderte Abu Hanifa rahimallah, wenn du nicht einmal glauben kannst, dass ein Boot in die Existenz gebracht wird, ohne jemanden, der es baut, so handelt es sich hierbei nur um ein Boot. Wie kannst du aber glauben, dass diese gesamte Welt, das Universum, die Sterne, die Ozeane und die Pflanzen entstanden sind, ohne einen Erschaffer? Da schwieg der Atheist und ergriff die Flucht. Abu Hanifa rahimahullah benutzte bei seiner Argumentation Grundsätze, die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen im Koran lehrte. Er rahimahullah machte klar, dass diese Welt nach einer Ordnung läuft, die viel gewaltiger ist, als das plötzliche Erscheinen eines Schiffes. Jede Ordnung, jedes System, jedes Muster braucht jemanden, der es entwirft. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran darauf hingewiesen, dass er subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der die Ordnung dieser Welt, die Naturgesetze erschaffen hat. An vielen Stellen des Koran macht Allah subhanahu wa ta'ala uns dies deutlich. So sagt er subhanahu wa ta'ala an einer dieser Stellen, in der Schöpfung der Himmel und Erde, im Unterschied von Tag und Nacht, in den Schiffen, die das Meer befahren mit dem, was den Menschen nützt, darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt und damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt und im Wechsel der Winde und der Wolken
die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind, sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Alles in diesem Universum deutet auf Allah subhanahu wa ta'ala hin. Die Bäume und ihre Ordnung, die Tiere und wie sie im Gleichgewicht zur Natur stehen, das Sonnensystem und die Feinabstimmung, die Leben ermöglicht. Und selbst in der Ordnung des Menschen selbst sind zahllose Zeichen. So viele, dass wir sie niemals aufzählen könnten. Und trotzdem gibt es Menschen, die sich von dieser Ermahnung abwenden und die Zeichen leugnen. Über sie sagt Allah, der Erhabene, im Koran: Und wenn ihnen unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, erkennst du in den Gesichtern derjenigen, die ungläubig sind, Missbilligung. Beinahe würden sie über diejenigen herfallen, die ihnen unsere Zeichen verlesen. Sag, soll ich euch denn kundtun, was schlechter ist als dies? Es ist das Höllenfeuer. Allah hat es denjenigen angedroht, die ungläubig sind. Ein schlimmer Ausgang. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen gehören lassen, die seinen Zeichen gegenüber nicht unachtsam sind und uns ihm subhanahu wa ta'ala demütig ergeben. Allahumma amin.